So, liebe Kinder, hier die Geschichte. 1947 gab es die ersten mysteriösen Todesfälle in einem sibirischen Gefangenenlager. Anfangs starben deutsche Soldaten, dann auch russische Wärter, auf grausamste Weise. Umgebracht von einem uralten Dämon, Iowa, dessen Ruhe gestört wurde. Nein, tut mir leid, ich rauche nicht. Du rauchst bestimmt, komm, bitte, ganz kurz. Nein, Feuerzeug. Ich rauche nicht, entschuldige. Warte mal, bitte, wo bist du? Hey, was soll das? Du hast überhaupt keinen Plan! Und jetzt? Du bist so ein Loser! Halt die Fresse! Ich mach das schon! Das ist meine Sache, Schlampe! Schlampe? Du bist ein Loser, ein Junkie! Halt deine Fresse! Boah, du Arschloch! Hey, was soll das? Wo bin ich hier? In der Hölle. Was? Muss das wirklich sein? Können wir ihn nicht einfach erschießen? Auf keinen Fall. Erstens, das ist zu laut. Und zweitens, heute ist Sonntag. Was hat das damit zu tun? Am Sonntag darf man keinen erschießen. Das steht so auch in der Bibel. In der Bibel steht, dass man sonntags niemanden erschießen darf. Hast du jemals in der Bibel gelesen, dass jemand am Sonntag erschossen wurde? Nein. Na siehst du. Seitdem du deinen Vater umgelegt und sein Geschäft übernommen hast, hast du dich echt gemacht. Nicht schlecht. Das ist alles eine Frage von Charisma. Weil ich so unglaublich umwerfend, welthübsch und intelligent bin. Aber sicher. Was lachst du? Ich brauche ein neues Auto. Was hältst du von Japanern? Ein Japaner? Mhm. Die sind
günstigen Verbrauch, positive Pannenstatistik. Was kommt als nächstes? Veganes Essen? Politisch korrekte Auftragsmorde? Das ist das, was ich bemängeln wollte. Dein Vater, der Herr hab ihn selig, er hat Statements gesetzt. 7er BMW, getönte Scheiben, 500 PS. Man fährt mit keinem Japaner zum Drogendeal. Aber die sind gut. Ja, hallo? Wen interessiert das? Du bist der Big Boss. Und ein Big Boss fährt kein Japaner. Und die Umwelt? Der war gut. Bruno, wie weit bist du? Keine Ahnung. Beeil dich, ich hab Hunger. Wie wär's mit Chinesisch? Bruno, Chinesisch? Die Schnitzis fressen unsere Köter. Also nicht. Sind Italiener. Luigi? Ja. Der macht eine gute Pasta. Dann können wir direkt richtig passieren. Umberto, du bist zu spät. Dad, sie ist heiß. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst mich in der Firma nicht Dad nennen. Hier bin ich der Doktor. Okay, Dad. Und? Und was? Sie sieht südländisch aus. Hi. Hi. Dad, du wirst es nicht glauben. Sie heißt Aria. Wie das Meer. Italien und so. Oh. Jay wartet schon im Konferenzraum. Geh schon mal vor. Ach, Aria? Ja, bitte. Komm doch mal her. Ich weiß, du liebst meinen Sohn, bla bla bla, aber da du jetzt ja quasi zur Familie gehörst, solltest du eines wissen. Ich bin derjenige mit der Kohle. Heute um 8 Uhr bei mir. Herr Doktor, ich werde da sein. Ach, Aria? Zieh was Heißes an. Oh ja. Mann, nicht gut. Jay, wie lange bist du jetzt bei uns in der Firma? 12 Jahre? Und? Worum geht's hier? Um Kohle? Du weißt, dass es nicht um Geld geht. Hallo. Bitte schön. Danke. Susi, was machen Sie da? Kaffee. Den haben Sie jetzt auch serviert und dafür bin ich außerordentlich dankbar. Gern geschehen. Haben Sie nichts zu tun? Nö, im Moment nicht. Oh, sorry. Ich verstehe, Sie wollen was besprechen. Genau. Okay, ich bin dann mal weg, wenn Sie was benötigen. Gut, Susi, danke. Gutes Personal ist schwer zu finden. Halt's Maul! Jay, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nicht, wie oft ich die Scheiße, die ihr produziert habt, zum Geld gemacht habe. Ja? Aber ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Diese Drogenbarone, diese Diktatoren, die massenweise unschuldige Menschen abschlachten. Ja, und wir verschaffen diesen Schlechtern auch noch Identitäten. Und ich als Pressereferent sorge dafür, dass wir alle gut dastehen. Aber dieser Psychopath, ja, den wir Kunde nennen, das geht zu weit.
unschuldige Kinder. Ja, die sind alle tot. Ach, herrje, Jay. Du hast doch nicht einfach Gott gefunden. So die ganze Gewissensblödsinn hier. Ich steig aus. Lass diesen Kunden fallen. Ich gebe dir eine Woche. Danach gehe ich zur Presse. Jetzt pass mal auf. Du spielst mit deinem Job. Du spielst mit deinem Leben. Du drohst mir? Ich habe noch nicht mal angefangen, dir zu drohen. Du drohst mir! Ja, schon gut. Jacek? Du bist entlassen. Fick dich! Fickt euch alle! Wie ich schon sagte, gutes Personal ist schwer zu finden. Umberto, du willst den Laden irgendwann übernehmen, kümmere dich um die Sache. Und Igor, pass auf, dass er nicht wieder irgendeinen Mist baut. Kaffee? Kaffee ist super, danke. Dabei? Stimmt was nicht. Wie soll das jetzt mit dem Lösegeld laufen? Stimmt was nicht. Aber ich mach das schon. Wie willst du das machen? Ich muss raus hier. So? Ich muss telefonieren. Jason, mach die Tür aber nicht zu. Du weißt, man kann die nicht mehr ausschließen. Jason? Jason! Warte, mach die Tür nicht zu! Fuck! Jason! Verdammt! Mann! Scheiße, kein Leid! Hallo. Ich hasse ihn. Er sieht scheiße aus. Er küsst scheiße. Im Bett geht der gar nicht. Umberto, was für ein schwuler Name. Okay, und warum bist du dann mit ihm zusammen? Hallo? Kohle natürlich. Aber scheiß auf Umberto. Ich bin gerade umgestiegen. Der Doktor? Respekt. Und der Junior weiß Bescheid? Natürlich nicht. Er ist so ein Idiot. Hi, Schatz. Nein, nicht jetzt. Dann verwisch mein Make-up. Lass uns doch shoppen gehen. Wir haben dich im Fernsehen gesehen. Du bringst bestimmt eine Menge Lösegeld ein. Darum geht's? Warum denn sonst?
zahlt für mich. Ich habe doch noch nicht meine Familie. Aber dein Boss sicherlich. Mein Boss? Ja, genau. Der will mich doch... töten? Dann liefern wir dich aus. Mädchen, ey, kapierst du es nicht? Der will mich tot sehen. Was meinst du, was er mit dir macht oder mit euch? Ja? Mach mich los. Ich bezahle euch. Wie viel? 100.000. Mehr habe ich nicht. Mann, das ist mehr, als ihr je im Leben verdienen werdet. Komm, mach mich los, bitte. Wir kommen hier sowieso nicht raus. Die Tür kann man nur von außen öffnen. Aber hier ist noch jemand im Keller. Nur wir beide. Ey, komm, verarsch mich nicht. Hörst du nicht diese... Das sind doch Geräusche. Benson, wie kannst du an Gott glauben? Du hast mehr getötet als die Pocken. Wenn man wie ich ständig mit dem Tod konfrontiert wird, macht man sich ebenso seine Gedanken. Nehmen wir mal Existenzialismus laut Kierkegaard. Hier spielt das Göttliche ständig eine Rolle. Übrigens auch bei Nietzsche. Hat der nicht gesagt, Gott sei tot? Hans, das ist korrekt. Aber er impliziert Gott in seinen Überlegungen, was wiederum bedeutet, dass er an ihn denkt. Könnt ihr euch noch an den Pferdefleischskandal in der Lasagne erinnern? Rumänien. Das war nur zum Teil Pferdefleisch. Ihr kennt das ja. Aber das ist echt schräg. Und dann beim nächsten Mal doch lieber Chinesisch. Deshalb bin ich Veganer. Die Tiere tun mir irgendwie leid. Dir? Ja. Dir ist schon klar, dass du Profikiller bist. Ja und? Glaubst du, ich habe keine Gefühle? Bist du schwul? Scheiße, nein, Mann. Sehe ich aus wie eine gottverdammte Schwuchtel? Was hast du gegen Schwule? Vielleicht bin ich schwul. Bist du schwul? Nein, aber ich könnte es sein. Mann, könnt ihr bitte aufhören? Hast recht. Du brauchst auf jeden Fall einen Schlachthof, wie dein Vater damals in Rumänien. Ist eine gute Geldwäscheanlage. Und man kann Tote ökonomisch entsorgen. So hat es sein Vater gemacht, bevor er sich beim Gewehrreinigen in den Rücken geschossen hat. In Lasagne. Du bist schwul? Nein. Du hörst die Village People. Tu ich nicht. Aber soviel ich weiß, hast du Manowar. Die Typen laufen Lederunterwäsche über die Bühne. Und wenn schon. Hans, glaubst du an Gott? Was hat das mit den Village People zu tun? Du glaubst an Gott? Nein, ist mir zu engstirnig. Ich bin... Konstruktivist. Natalie, und was bist du? Monotheistin oder glaubst du einfach nur an schöne Autos? Er fickt dich, du blöder Arschloch. Denkst du bist hey, cool oder runter. Was? Und guck nicht so auf mich. Als ob du das ernst meintest. Warum denn? Ich hab ihn. Gute Arbeit. Hallo, mein Schatz. Hallo, junge Körnchen. Na? Jason, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Sehe ich so aus wie eine Bank? Ja. Sehe ich so aus wie eine verfickte Bank? Und wenn du bitte versuchen würdest, mich nicht direkt anzusprechen, ja? Ich werde bezahlen. Ich schwör's dir. Ich habe ein Riesending am Laufen und ich werde bezahlen. Ich brauch 7 Tage. Fünf. Ich brauch 5 Tage, okay? Was läuft da? Eine Entführung.
Ich mache eine Mille. Du? Ja. Eine Entführung? Ja, genau. Wen hast du denn entführt? Diesen Pressefuzzi von Take, der da immer im Fernsehen ist. Jacek. Ich werde reich, Mann. Den hast du entführt? Du alleine? Was ist das denn für eine Geschichte? Du bist viel zu dumm dafür. Mit Anna. Sie ist bei ihm. Ich habe mich immer gefragt, was die Braut von dir, Loser, will. Jacek? Du kennst ihn? Klar kenne ich ihn. Er hat mir damals das Herz gebrochen. Das könnte eine gute Möglichkeit sein, mich zu rächen. Niemand hat mir jemals einen Korb gegeben, ungestraft. Wie lange ist das her? Das war in der 12. Klasse. Ich trug damals eine Zahnspange und er wollte nicht mit mir zum Schulball. Stattdessen ist er mit dieser Tussi abgezogen. Maria Traugott. Alle wollten damals mit ihr ausgehen, weil sie so schöne, lange, blonde Haare hatte. Sie trug die kürzesten Röcke und Jacek hat mich wegen ihr doch glatt versetzt. Dieser elendige Hund. Was ist aus ihr geworden? Was aus ihr geworden ist? Fett ist sie geworden. Die Schwerkraft hat von ihren Hüften Besitz ergriffen und ihre Haare sind dünn geworden. Na, Maria, wer zieht jetzt die Männer ab? Und bei jeder Bewegung schwitzt. Sorry, aber... Habe ich nicht gesagt, dass du mich nicht direkt ansprechen sollst? Jacek, wo ist er? Kriege ich eine Stundung? Na gut, aber der Typ gehört jetzt uns. Ist das alles? Was willst du noch? Dope! Okay. Du sagst Hans, wo ihr ihn untergebracht habt und du bekommst was. Cool. Und die Schulden? Ist okay. Verpiss dich! Respekt. Du gibst einen Junkie einen Aufschub? Dein Vater hat ihn auf der Stelle umgebracht. Es gibt keinen Bonus für Frauen in so einer Position im organisierten Verbrechen. Du leitest keinen Kindergarten. Was ist, wenn sich das rumspricht, hä? Was dann? Rosie!